Madonna, Marilyn Monroe, Roy Black, Cher. Diese Menschen heißen im echten Leben anders, haben also einen Künstlernamen. Den hätte Andreas Fechtner auch gerne, und zwar offiziell eingetragen in seinem Personalausweis. Diese Möglichkeit besteht ja, ist aber doch ein Problem, denn Andreas Fechtner möchte sich Finn Fox Ferryhill nennen, passend zu seinem blauen Fuchskostüm, in dem er als Künstler und Entertainer unterwegs ist. Weil das zuständige Bürgerbüro ihm aber den Eintrag verweigert, ist Andreas Fechtner jetzt gegen seine Gemeinde bis vors Verwaltungsgericht gezogen. Opern Gangnam Style. Sein bürgerlicher Name ist Andreas Fechtner, ein Typ, der auffällt. Große Schnauze, lange Ohren, zotteliges Fell. Zu gerne schlüpft der 31-Jährige regelmäßig in sein selbstgenähtes Ganzkörperkostüm. Und damit tanzt er im Internet zu selbstgedrehten Videos oder bringt in Fußgängerzonen Kinderaugen zum Strahlen. Der Computerfachmann im schrillen Kunstfell hat nur ein Problem. Mein normaler Name, der hört sich viel zu einfach an. Ein Künstlername muss sich genauso besonders anhören wie die Kunst, die man dann halt ausübt. Und weil der selbsternannte Künstler nun mal ein Fuchs ist, entsteht die schlaue Idee, sich zukünftig im Personalausweis als Finn Fox Ferryhill auszuweisen. Das allerdings stößt bei der zuständigen Passausgabestelle im Rathaus der Stadt Dorsten auf wenig Gegenliebe. Fechtners Antrag auf Eintrag eines Künstlernamens wird kurzerhand abgelehnt. Wir sind der Auffassung, dass er mit dem Namen nicht bekannt genug ist, um als solcher erkannt zu werden. Wenn er mit diesem blauen Kostüm durch die Stadt ginge und Leute würden ihn erkennen, wäre es trotzdem nur das Kostüm, was erkannt werden würde, weil es hat ja eine Maske, es ist ein Ganzkörperkostüm. Da könnte auch jemand anders drin sitzen. Die Absage macht Fechtner fuchsteufelswild. Den Schwanz zieht er nicht ein, sondern gegen die Stadt Dorsten vor das zuständige Verwaltungsgericht. Ein skurriler Prozess, bei dem es unter anderem um die Frage geht, rechtfertigt der Bekanntheitsgrad des 31-Jährigen das Tragen eines Künstlernamens? Nach 20 Minuten fällt das Urteil. Entscheidend für die Entscheidung war die Erwägung, dass der Kläger nach den vorliegenden Unterlagen bislang nicht unter einem einheitlichen Künstlernamen aufgetreten ist, sondern dass in den Unterlagen auch Modifikationen festzustellen waren, wie etwa Finn Fox Foxfire, die der Verkehrsgeltung des Namens Finn Fox Ferryhill entgegenstehen. Der Traum vom eigenen Künstlernamen für Andreas Fechtner ist er geplatzt. Einziger Trost, die Prozesskosten übernimmt seine Rechtsschutzversicherung. Wenigstens im Gerichtssaal fühlt sich der Mensch, der gern zum Tier wird, im Blitzlichtgewitter für Augenblicke wie ein Star. An seinem Bekanntheitsgrad und mit Blick auf die Option, offiziell einen Künstlernamen tragen zu dürfen, will er jetzt arbeiten. Ich versuche auf jeden Fall noch viel mehr da rauszuholen aus dem, was ich jetzt schon gemacht habe, und ich will wirklich bekannter werden. Opern Gangnam Style. Schlau wie ein Fuchs hat Finn Fox Ferryhill Fechtner sich jetzt vorgenommen, weit über die Grenzen seiner Heimatstadt bekannt zu werden, wie ein bunter Hund. Und vielleicht klappt's dann ja auch mit dem Künstlernamen. Drücken wir mal die Daumen.